Weltraumschrott, Kessler-Syndrom, kaskadierende Schrottwolken. Ist das alles Panikmache oder ernstzunehmende reale Gefahr für die Raumfahrt? Und was genau bedeutet Kessler-Syndrom überhaupt? Und könnte es das aus für die Raumfahrt bedeuten? In der heutigen Ausgabe schauen wir uns an, seit wann wir Schrott ins All schießen, wie viel Schrott schon im Orbit ist und wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Aber vermutlich die wichtigste Frage, der wir heute auf den Grund gehen werden, ist, ob und wie sich eine derartige Katastrophe vermeiden lässt. Denn schließlich sind wir alle von Satelliten abhängig. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, damit du nicht nur das gesamte Thema besser verstehst, sondern auch noch zum Schluss etwas sehr Cooles gewinnen kannst. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Sputnik, der erste Satellit, der 1957 vom Menschen in einen Orbit geschossen wurde, verbrannte schon nach etwa 2 Monaten in der Atmosphäre. Seither haben wir rund 8000 Satelliten ins All geschossen. Nicht alle Satelliten und Raketenoberstufen konnten aber wieder aus ihrer Umlaufbahn entfernt werden. Etwa 5000 der 8000 Satelliten im Orbit sind noch in Betrieb. Die Mathe-Genies unter euch haben schon durchgerechnet, was das bedeutet. Etwa 3000 nicht funktionsfähige Satelliten umkreisen weiterhin die Erde. Die Zahlen, die ich heute nenne, sind immer gerundet, da vieles auch auf Schätzungen beruht. Die Zahlen ändern sich momentan auch sehr schnell, da gerade so viele Satelliten wie noch nie in der Geschichte hochgeschossen werden. Für genauere Zahlen kann ich dich auf die Quellen in der Videobeschreibung verweisen. Bevor wir einen genaueren Blick auf die Lage mit den großen Internet-Satellitenkonstellationen werfen, müssen wir noch einen kleinen Ausflug machen. Am Höhepunkt des Kalten Krieges zwischen 1961 und 1963 starteten die USA das Projekt Westford. Das war ein experimentelles, passives, weltraumgestütztes Kommunikationssystem, das vom MIT im Auftrag der US-Streitkräfte durchgeführt wurde, um einen orbitalen Gürtel aus 480 Millionen Kupfer-Dipol-Antennen zu erzeugen, das globale Funkkommunikation ermöglichen sollte. Hart, oder? Jetzt wird es noch härter. Halt dich fest. Diese Dipole waren 1,78 cm lang und zwischen 18 und 26 Mikrometer dick. Ein Mikrometer ist das Tausendstel eines Millimeters, also sehr dünn. Die Gesamtmasse der 480 Millionen Antennen beträgt etwa 20 Kilogramm. Diese Dinger wurden in polaren Umlaufbahnen zwischen 3500 und 3800 Kilometer verteilt. Merkt ihr das? Denn das wird nachher nochmal wichtig werden. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass diese Nadeln noch immer dort herumschwirren. Die USA haben gesehen, dass Kommunikationssatelliten einfacher und effizienter sind und haben das Projekt einfach eingestellt. Den Müll haben sie einfach dort gelassen. Teilweise haben sich diese Nadeln durch falsches Aussetzen und fehlgeschlagene Missionen in Clustern versammelt. Diese Cluster sind verhältnismäßig leicht zu entdecken und zu verfolgen. Die einzelnen Nadeln nicht so sehr. Einige sollen laut des Wikipedia-Artikels hin und wieder in der Atmosphäre verglühen. Ich finde, das ist eine riesige Sauerei. Und ich bin entsetzt, dass die USA dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn diese Dinger wenigstens irgendeine Verwendung hätten. Aber nicht einmal das. Einfach nur Müll. Spar dir deine Energie, denn das ist nicht die einzige massive Schweinerei, die passiert ist. Zu den anderen blöden Aktionen kommen wir gleich. Vorerst einmal genug herumgeheult. Kommen wir jetzt zu den Internet-Satellitenkonstellationen, über die sich viele von euch unter meinen Videos immer wieder aufregen. Wenn es so läuft, wie es sich die Unternehmen vorstellen, dann könnten wir in einigen Jahren über 40.000 Starlink-Satelliten von SpaceX, 3.300 Kuiper-Satelliten von Amazon, 650 Satelliten der britischen OneWeb, mehr als 400 Satelliten für die europäische Internetkonstellation UNIO und ziemlich sicher viele hundert, wenn nicht einige tausend aus China, Indien und einigen anderen Ländern im Orbit um die Erde haben. Das allein sollte aber noch kein Grund für Herzflattern sein. Wir werden jetzt versuchen, dieses Problem differenziert zu betrachten. Im Luftraum für kommerzielle Flugzeuge sind zu jeder Zeit 7.000 bis 9.000 Flugzeuge unterwegs. Vor Corona noch um einiges mehr. Und wie oft kollidieren Flugzeuge? So gut wie nie. Dabei fliegen die meisten Flugzeuge auf den gleichen Routen. Das liegt daran, dass wir den Luftverkehr weltweit gut reguliert haben. Es gibt ganz klare Regeln, Sicherheitsstandards und Luftverkehrsgesetze, die gelten. Genau das brauchen wir auch im All. Im Moment gibt es einige Weltraumverträge und Empfehlungen für verantwortungsvolles Verhalten. Aber nichts Bindendes. Was denkst du?
Wie könnte man alle Länder dieser Welt dazu bringen, sich an ein gemeinsames Weltraumreich zu halten? Schreib es mir in die Kommentare. Ein Aspekt wird meiner Meinung nach in dieser Debatte oft etwas vernachlässigt. Diese Unternehmen, die Raumfahrt betreiben, Konstellationen bauen und Ambitionen für zukünftige Projekte haben, möchten ja den Raum um die Erde auch sauber halten, sodass sie weiterhin ihre Raketen starten können. Daher sind für die meisten Missionen Vorkehrungsmaßnahmen vorgesehen, die die Raketenstufen oder auch die Satelliten nach ihrer Lebenszeit wieder deorbiten, also in der Atmosphäre verglühen lassen oder in einen Friedhofsorbit befördern. Es gibt aber schon so viel Schrott, dass der gute Wille der heutigen Player allein nicht unbedingt ausreicht, um das Schlimmste zu verhindern. Da Orbit nicht gleich Orbit ist und nicht jeder Orbit gleichermaßen vom Weltraumschrottthema betroffen ist, schauen wir uns jetzt einmal an, wo die Unterschiede liegen und wo das größte Gefahrenpotenzial herrscht. Davor ist es noch wichtig, einige Sachen klarzustellen, dass wir uns auch richtig verstehen. Im Weltraum ist viel mehr Platz, als wir es uns vorstellen können. Versteh mich nicht falsch. Ich möchte die Gefahr nicht kleinreden. Die Gefahr besteht, aber sie ist nicht so dramatisch und eminent, wie sie oft vom Mainstream kommuniziert wird. Jetzt ist noch wichtig klarzustellen, was das Kessler-Syndrom überhaupt ist. Dieser Effekt ist nach dem US-Astrophysiker Donald Kessler benannt, der sich mit Weltraumschrott beschäftigte. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, wonach eine Kollision von zwei oder mehreren Objekten in der Erdumlaufbahn zu weiteren Kollisionen und somit zu kaskadierenden Schrottwolken führen könnte. Wie bei einer Kernspaltung. Das Kessler-Syndrom könnte aber auch von einer Explosion ausgelöst werden. Solche Explosionen müssen nicht unbedingt durch Abschüsse passieren. Alte Satelliten können noch unter Druck stehende Behälter für diverse Gase oder Treibstoffe an Bord haben, die irgendwann einfach in die Luft bzw. ins Vakuum gehen könnten, wenn sie nicht beobachtet und gewartet werden. Das Kessler-Syndrom könnte natürlich durch sehr viele blöde Zufälle und mutwillige Dummheiten über Nacht entstehen. Sollte es aber mehr oder weniger unter Anführungszeichen natürlich eintreten, wird es über einen längeren Zeitraum passieren. Da wie gesagt der Weltraum sehr groß ist, die Wahrscheinlichkeit, dass kleinere Objekte kollidieren, ist niedrig, denn diese verfehlen sich meistens. Kollisionen zwischen größeren Objekten sind ebenfalls unwahrscheinlich, da es so wenige davon gibt. Zum Beispiel fliegen einige Saturn 5 Oberstufen seit einigen Jahrzehnten um die Erde. Nur um ein kleines oder großes Beispiel zu bringen. Außerdem sind große Objekte sehr gut trackbar. Man kann sie also von der Erde aus sehr gut beobachten, ihre Bahnen vorausberechnen und ihnen ausweichen. Natürlich ist es aber nicht so cool, denn jedes Ausweichmanöver kostet Treibstoff und verkürzt so die Zeit, in der ein Satellit produktiv sein kann. Wie? Du willst jetzt wissen, was 2009 passiert ist, als zwei Satelliten kollidierten? Sehr gute Frage. Ich kann dir gerne sagen, was passiert ist, aber nicht warum. Denn das Warum ist mir selbst ein Mysterium. Am 10. Februar 2009 kollidierte ein aktiver Iridium-Kommunikationssatellit mit dem russischen Militärsatelliten Kosmos 2251 mit einer relativen Geschwindigkeit von 26.000 km/h auf einer Höhe von 789 km. Dabei wurden mehr als 1000 Fragmente größer als 10 cm erzeugt, die zum Teil heute noch um die Erde kreisen. Das war der erste derartige Zusammenstoß zweier Satelliten. Die beiden Satelliten hatten ein gemeinsames Gewicht von rund 1,5 Tonnen. Wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, warum. Nur, dass es passiert ist. Warum ist Iridium nicht ausgewichen? Wie konnte das passieren? Berechnungen von Celestrack hatten ergeben, dass sich die beiden Kollegen im All um etwa 600 Meter verfehlen. Da hat sich jemand wohl ein wenig verrechnet, würde ich mal sagen. Hier muss ich noch einige andere Dummheiten erwähnen, die sich gewisse noble Nationen geleistet haben. China, die USA, Indien und zuletzt auch Russland haben der Weltgemeinschaft unbedingt beweisen müssen, dass sie die Fähigkeit haben, Satelliten mit bodengestützten Raketen abzuschießen. Diese sogenannten ASAT-Tests waren auf jeweils eigene, ausgemusterte Satelliten gerichtet. Bei jedem Test haben die Weltgemeinschaft und die anderen ASAT-Player aufgeschrien. Aber dann selbst diese Tests durchführen und für weiteren unnötigen Schrott durch militärische Aktionen sorgen. Ende April hat die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei einem Besuch in der Vandenberg Space Force Base angekündigt, dass sich die USA unilateral von solchen Tests distanzieren und sie lädt auch alle anderen Nationen ein, sich diesen Verpflichtungen anzuschließen. Diese Ankündigung kam ganz zufällig einige Tage nachdem Russland verkündet hatte, dass sie damit beginnen möchten, Starlink-Satelliten auszuschalten, da diese die ukrainischen Kriegsanstrengungen unterstützen. Finde ich gut, sich von solchen Tests
zu distanzieren. Aber generell finde ich es heuchlerisch. Mal sehen, was passiert. Was hältst du davon? Ist das nur opportunistische Rhetorik oder ein positiver Sinneswandel? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Übrigens, Mo von Senkrechtstarter hatte Charlotte Bewick, die Abteilungsleiterin für wissenschaftliche Missionen des OHB, wozu auch das Weltraumschrottzentrum gehört, bei sich zu Gast und hat mit ihr über das Thema gequatscht. Das Gespräch findest du in der Videobeschreibung unten natürlich. Charlotte meint, es gibt jede Woche hunderte Kollisionswarnungen, die bei ihnen eingehen. Man muss nicht auf jede Warnung reagieren, aber auf einige schon. Die ISS reagiert regelmäßig auf Weltraumschrott. Im Falle der ISS muss man dazu sagen, dass sie ständig von Mikrometeoriten und Weltraumschrott getroffen wird. Der Canada-Arm 2 wurde tatsächlich schon so hart getroffen, dass er ein vollwertiges Loch hat. Aber er funktioniert, da anscheinend keine kritischen Elemente beschädigt wurden. Die Raumstation hat keine schwere Panzerung, sondern ein System von mehreren Schichten, die die Energie absorbieren, bevor sie bei der letzten bzw. innersten Schicht ankommen. Ist aber nicht das Thema heute. Die Ausweichmanöver der ISS sind tatsächlich sehr klug gemacht. Je weiter man sich von der Erde entfernt, desto dünner wird die Atmosphäre. Die Betonung liegt bei wird dünner. Das heißt, dass auch auf 400 Kilometer Höhe, wo die ISS orbitet, gibt es noch immer genug Atmosphäre, die der Raumstation jedes Monat 2 Kilometer Höhe kostet. Deswegen muss sie ohnehin regelmäßig boosten und ihren Orbit anheben. Jedes Mal, wenn so ein Ausweichmanöver performt werden muss, nutzt man die Gelegenheit und zieht einen Reboost vor. Du willst jetzt vermutlich wissen, wie viel Schrott um die Erde kreist. Sehr gute Frage. Im Moment schwirrt Schrott mit einer Gesamtmasse von über 8000 Tonnen um die Erde. Und so sind sie aufgeteilt. Es gibt etwa 34.000 Objekte größer als 10 cm im Orbit. Diese stellen keine besonders große Gefahr dar, denn man kann sie recht gut beobachten und ihnen ausweichen. Vorausgesetzt, niemand verrechnet sich. Zu diesen Objekten gehören diverse Nutzlastverkleidungen, Raketenoberstufen, Zwischenstufen und funktionsuntüchtige Satelliten. Hier liegt ein kleines Paradoxon begraben. Obwohl diese großen Objekte auf den ersten Blick keine allzu große Gefahr darstellen, tragen sie doch das größte Gefahrenpotenzial mit sich. Denn im Falle eines Zusammenstoßes können genau diese die größten Mengen an Fragmenten erzeugen. Daher ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass zuerst die großen Satelliten und Raketenoberstufen aus den Umlaufbahnen entfernt werden. Wir werden auch gleich beleuchten, warum größere Objekte länger im Orbit bleiben als kleinere und somit auch wieder eine größere Gefahr darstellen. Heutzutage werden Satelliten schon nachhaltiger designt. Sie werden so entwickelt, dass sie nach Ende ihrer geplanten Betriebszeit genug Treibstoff übrig haben, um entweder passiviert oder zurück in die Atmosphäre geschickt zu werden. Das ist aber nicht bei allen Orbitalbahnen möglich. Aber dazu kommen wir gleich. Auch beim Deorbiten ist darauf zu achten, dass nichts mehr vom Satelliten übrig bleibt. Denn Glas, Titan und einige andere Materialien verglühen nicht vollständig beim Wiedereintritt. Die nächste Kategorie wird schon gefährlicher, denn mittlerweile orbiten etwa 1 Million Objekte zwischen 1 und 10 cm die Erde. Viele davon sind noch nicht erkannt, können aber sehr gefährlich werden, da sie eine doch relevante Masse haben und erheblichen Schaden anrichten können. Darunter sind Schrauben, Muttern, abgeblätterte Farbe und kleine Fragmente. Aber auch Eis und kleine, unter Anführungszeichen, natürliche Objekte. Dann fliegen noch etwa 130 Millionen Objekte zwischen 1 Millimeter und 1 Zentimeter um die Erde. Diese sind nicht zu vernachlässigen, aber ihre geringe Masse macht sie weniger gefährlich. Und die nächste Zahl könnte dafür sorgen, dass dir ein Zahn wegfault. Bitte setz dich hin, damit du nicht von dieser Zahl erschlagen wirst. Es kreisen etwa 2000 Milliarden Objekte kleiner als 1 Millimeter um die Erde. Fairerweise muss man hier dazu sagen, dass nicht alles von uns Menschen ist, da der Weltraum nicht ganz leer ist. Eine Sache, die vielleicht etwas kontraintuitiv klingt, ist, dass je kleiner ein Objekt, desto schneller verglüht es in der Atmosphäre. Zyniker könnten deswegen meinen, dass das Kessler-Syndrom dadurch etwas abgeschwächt werden könnte. Je schlimmer und härter die Schrottwolken kollidieren und kaskadieren, desto schneller könnten wir wieder Raumfahrt betreiben. Aber so weit ist es zum Glück noch nicht. Warum deorbiten kleinere Objekte schneller als größere? Wieder eine tolle Frage. Ich bin kein Mathematiker, kein Orbitalmechaniker und auch kein Physiker. Ich habe aber dank der Discord-Community Folgendes herausgefunden. Wir wissen ja schon, dass auch in größeren Höhen noch einzelne Luftmoleküle herumschwirren und unsere Satelliten und die ISS ganz langsam abbremsen. Je kleiner ein Objekt wird,
desto größer wird seine Oberfläche im Verhältnis zu seiner Masse. Das heißt, dass die einzelnen Luftpartikel, die auf das Objekt auftreffen, einen stärkeren bremsenden Effekt darauf haben. Stell dir einen kleinen Satelliten mit 10x10x10 cm Kantenlänge vor. Und jetzt stell dir vor, man schneidet diesen Satelliten in ganz viele dünne Scheiben. Was erzeugt mehr Luftwiderstand im Verhältnis zu seiner Masse? Ganz richtig, die dünnen Scheiben. Denn die Größe der Oberfläche nimmt langsamer ab als das Gewicht. Somit steigt der Effekt des Luftwiderstands auf die einzelnen Scheiben. Das gilt natürlich auch für unregelmäßige Fragmente. Klar, es hat auch nicht jedes Fragment oder jeder Bauteil eines Satelliten die gleiche Dichte. Aber vom Prinzip her ist es wichtig, sich diese Tatsache vor Augen zu halten. Jetzt wissen wir, wie viel Schrott im All ist. Das heißt, es wird jetzt Zeit, dass wir uns anschauen, welche Orbitalbahnen am wenigsten bzw. am meisten betroffen und gefährdet sind. Bevor ich dazu komme, muss ich noch etwas loswerden. Meine Videos stehen dir jederzeit kostenlos zur Verfügung. Sie sind kostenlos und bleiben es auch. Aber die Videos sind nicht kostenlos in der Herstellung. Sie kosten Zeit, Geld und sind extrem aufwendig. Das alles kommt aus meiner eigenen Tasche. Ich mache das echt sehr gern, aber leider muss ich auch Miete zahlen und hin und wieder etwas essen. Damit alles halbwegs Hand und Fuß hat, stecke ich zwischen 2 und 5 Stunden Arbeit in jede Minute, die du zu sehen bekommst. Von der Konzipierung über Recherche, Scripting und Dreh und Schnitt mache alles ich selbst. Wenn du sicherstellen willst, dass ich dir weiterhin komplexe Inhalte verdaulich aufbereite, dann freue ich mich, wenn du mich mit einer Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützen möchtest. Du kannst auch auf den Mars Chroniken Merch Shop gehen und dir eine Kleinigkeit holen oder mich einmalig über PayPal unterstützen. Alles hilft. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung unten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch gerne bei all meinen Patreon- und YouTube-Unterstützerinnen und Unterstützern für eure Beiträge bedanken. Ich möchte mich auch gerne beim Rechercheteam im Discord bedanken. Ihr macht es möglich, dass ich diese Videos produzieren kann. Was auch auf jeden Fall kostenlos, aber unglaublich wertvoll ist, ist ein Kommentar, ein Like und ein Abo. Danke dir. Aber kommen wir jetzt zurück zum Thema. Lenk mich nicht immer ab. Wir beginnen im niedrigen Erdorbit oder auch Low Earth Orbit, kurz LEO. Das ist alles bis etwa 2000 Kilometer Höhe. Die ISS orbitet auf etwa 400 Kilometer Höhe. Je nach genauer Höhe und Masse verglühen die meisten Objekte dort recht schnell. Hier siedeln sich auch die ganzen Internet-Megakonstellationen an. Übrigens, wenn du mehr zu den Konstellationen wissen willst, findest du ein Video dazu hier in der Infobox. Bis Objekte im LEO zurück zur Erde fallen, vergehen in der Regel einige Monate bis maximal einige Jahre. Wenn sie eher im höheren LEO angesiedelt sind, kann es auch schon mal einige Jahrzehnte dauern. Also man kann sagen, dass sich dieser Orbit ziemlich schnell selbst reinigt. Deswegen finde ich es auch nicht allzu problematisch, wenn man nachhaltig gebaute Satellitenkonstellationen im LEO positioniert. Denn es braucht auch nicht allzu viel Energie, diese Satelliten zurück zur Erde zu schicken, wenn sie ausgedient haben. Es ist aber insofern kritisch, weil die ISS im LEO arbeitet. Wenn hier etwas passiert, dann bringt man unsere Freunde auf der Raumstation in Gefahr. Und da verstehe ich keinen Spaß. Die nächste Ebene ist das sogenannte MEO. Das steht für Medium Earth Orbit. Hier ist alles ab 2000 bis hin zum geostationären Orbit auf etwa 36.000 Kilometer gemeint. Dazu kommen wir gleich. Besonders interessant in diesem Bereich sind die Orbitalbahnen um die 24.000 Kilometer Höhe, denn diese Gegend eignet sich besonders gut für Navigationssatelliten. Das Gute an diesen Bahnen ist, dass es hier extrem viel Platz gibt, um sich aus dem Weg zu gehen. Satelliten hier bleiben aufgrund der so gut wie nicht vorhandenen Atmosphäre Tausende, wenn nicht Hunderttausende Jahre und länger im Erdorbit. Also hier sollte nichts passieren, denn hier kann man nicht so gut aufräumen. Da Satelliten hier schon sehr weit weg von der Erde sind, ist es für viele Betreiber oft wirtschaftlicher, sogenanntes Graveyarding zu betreiben. Dabei wird am Ende der Lebenszeit eines Satelliten eine kleine Menge an Treibstoff dazu verwendet, den Orbit des Satelliten ein kleines bisschen anzuheben oder zu senken, sodass die stark frequentierten Bahnen nicht zugemüllt werden. Stattdessen hat man dann den Müll quasi im Hinterhof und muss sich später darum kümmern. Graveyard ist Englisch und bedeutet Friedhof. Daher übersetze ich jetzt Graveyarding mal ganz frei und makaber mit Friedhofspolitik. Charlotte Bewick formuliert es ungefähr so: Die wichtigste Ressource im All ist der geostationäre Orbit. Denn das ist nur eine einzige Orbitalbahn auf 36.000 Kilometer Höhe über dem Äquator. Man kann hier nicht etwas höher oder niedriger fliegen. Sonst ist man nicht geostationär. Satelliten im Geo sind auch so weit weg von der Erde, dass hier die Friedhofspolitik massiv betrieben wird. Ich versuche irgendwie das Positive zu sehen. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass wir hier extrem weit weg von der Erde sind. Daher ist hier extrem viel Platz. Diese Animationen zeigen die Orbitalbahn nicht nach Maßstab. Das ist überspitzt dargestellt. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass wir nur diese eine Bahn im Geo haben. Wenn hier etwas passiert, dann fällt der Müll so gut wie nie wieder zur Erde zurück. Zumindest aus unserer menschlichen Sicht.
Hier reden wir von Hunderttausenden und Millionen Jahren. Die meisten Satelliten sind Telekom- und Wettersatelliten. Denn im Geo schaffen es die Satelliten, über einem bestimmten Punkt der Erde zu schweben und ihn konstant zu beobachten bzw. zu bedienen. Im Geo wird so gut wie ausschließlich Friedhofspolitik betrieben. Dafür werden die Satelliten passiviert. Also man öffnet alle Druckbehälter, dass im Falle einer Kollision keine extra Explosionen entstehen, und man schiebt den Satelliten ein wenig weiter hinaus. Übrigens, die Klimaerwärmung wird dazu führen, dass die Atmosphäre immer dichter wird. Somit werden Satelliten und Weltraumschrott länger im All bleiben. Also sollten wir uns dem Problem wirklich bald annehmen. Jetzt, wo wir einen Überblick über die Problematik haben, schauen wir uns einmal an, was wir tun können bzw. welche konkreten Projekte sich schon darum kümmern. In Europa gibt es mittlerweile die sogenannten ISO 24113 Standards, wonach Satelliten so designt werden müssen, dass sie kein Titan, Glas oder ähnliche Materialien beinhalten, die beim Wiedereintritt nicht vollständig verglühen. Ob und wie das durchgesetzt bzw. geahndet wird, ist mir leider nicht bekannt. Auch wird empfohlen, Satelliten über dem Südatlantik zu deorbiten. Denn hier ist die Wahrscheinlichkeit am niedrigsten, dass nicht vollständig verglühte Überreste Menschen oder Infrastruktur in Gefahr bringen. Möglichkeiten, Weltraumschrott zu minimieren, die ich besonders cool finde, sind einige Anstrengungen der ESA und der NASA, Servicemodule zu entwickeln, die die Lebenszeit von Satelliten verlängern könnten. Das kann auf zwei Arten funktionieren. Entweder man hat ein Modul, welches zu den betroffenen Satelliten fliegt und sie betankt, sodass sie weitere Jahre sicher arbeiten können, oder das Servicemodul dockt einfach an und fungiert als zusätzliches Antriebsmodul. Das spart den Bau neuer Satelliten und reduziert die Notwendigkeit eines Deorbit-Manövers. Denn auch ein solches Manöver benötigt Treibstoff. Und wenn man schon Treibstoff verwendet, warum dann nicht, um die Lebenszeit zu verlängern? Diese Methode wird in Fachkreisen On-Orbit Servicing genannt. Richtig cool. Solche Module müssen nicht einmal gigantisch sein, denn der Satellit ist schon im Orbit. Dafür hat zum Beispiel Enpulsion aus Wiener Neustadt eine Antriebstechnologie, die sich ideal für solche Einsätze eignet. Wir gehen heute aber nicht auf diese Technologie ein, weil ich das schon im Detail in meiner Ausgabe über Österreich als Raumfahrtnation behandelt habe. Du findest das Video natürlich unten in der Videobeschreibung. Besonders wichtig ist, dass man keinen weiteren Schrott entstehen lässt. Also deswegen ist es schon mal gut, dass sich zumindest die USA von ASAP-Tests distanziert haben. Wie vorhin schon erwähnt, sollte man als nächstes alle großen Objekte von stark frequentierten und später auch von weniger stark frequentierten Orbitalbahnen entfernen. Für solche Abschleppungen gibt es schon einige Konzepte. Die reichen von Fangnetzen, die sich besonders gut für unkontrolliert taumelnde Objekte eignen, über robotische Arme bis hin zu Harpunen, die aber meiner Meinung nach ebenfalls das Risiko tragen, weiteren Schrott zu verursachen, wenn etwas schief geht. Also nicht destruktiv sollte die Devise sein. Diesbezüglich hat es sogar schon Tests gegeben. Also da passiert schon etwas. Man ist sich dieser Problematik durchaus bewusst. Mittlerweile ist es auch möglich, einzelne Objekte mit Lasern von der Erde aus zu beschießen und so für eine Ablation zu sorgen, die zum Deorbit führt. Was aber am nachhaltigsten wäre, ist, wenn Satelliten selbst so ausgestattet sind, dass sie am Ende ihrer Lebenszeit selbstständig deorbiten oder serviciert werden können. Dazu gibt es Konzepte mit sich entfaltenden Segeln oder Ballons. Aber auch ein studentisches Projekt mit einer Schaumpistole, die von einem Muttersatelliten aus kleine Schaum- bzw. Gelbällchen auf ausgediente Satelliten schießt, finde ich vielversprechend. Dieser Schaum dehnt sich im Vakuum dann stark aus und sorgt für viel extra Luftwiderstand, sodass der Deorbit beschleunigt wird. Bin immer ein Fan davon, Wettbewerbe zu veranstalten, wenn man nach Lösungen für Probleme sucht. Die Menschen haben Ideen und diese sollte man anzapfen. Wir müssen unseren jungen Köpfen mehr vertrauen bzw. ihnen mehr zutrauen. Solche Wettbewerbe fordern und fördern diese jungen Menschen. Obwohl einiges passiert, wirkt mir alles doch irgendwie sehr zögerlich. Vielleicht bin ich vom hyperprogressiven Fortschritt von SpaceX verwöhnt. Aber das zeigt uns doch, was alles möglich ist, wenn der Wille da ist. Ein cooles Projekt von der ESA ist die Clear Space One Mission, die im Jahr 2025 einen alten Vega-Adapter aus der Erdumlaufbahn entfernen soll. Ihr Zweck ist es, zu beweisen, dass es möglich ist, Weltraumschrott zu beseitigen. Wer auch verstanden hat, dass Weltraumschrott eine große Gefahr für ihre Assets darstellt, sind die US-Militärs. Diese haben vor kurzem das Projekt Orbital Prime auf den Weg gebracht. Obwohl es schon bewährte Systeme gibt, wollen sie mit diesem Projekt eigene, von anderen Agenturen unabhängige Systeme entwickeln, um Schrott einzusammeln bzw. zu entsorgen. Sie machen das aber leider auch nicht aus humanitären Zwecken oder weil sie so selbstlos sind, sondern weil der Schrott eine aktive Gefahr für ihre Spionage,
Kommunikations- und Navigationssatelliten darstellt. Elon Musk und Gwynne Shotwell haben sich auch schon mehrmals zu diesem Thema geäußert und gemeint, dass Starship später einmal dafür verwendet werden könnte, den orbitalen Müll einzusammeln. Ich weiß nur nicht, wie sehr es den Chinesen oder Russen gefallen würde, wenn Elon die Überreste ihrer Satelliten einsammeln würde. Jedenfalls birgt Starship dieses Potenzial, was ich sehr cool finde. Es nutzt leider nichts, mit dem Finger zu zeigen. Obwohl einige Nationen mehr Müll verursacht haben als andere, müssen wir uns alle an den Aufräumarbeiten beteiligen und dafür sorgen, dass kein weiterer Schrott entsteht. Wir brauchen eine weltweite künstliche Intelligenz, die jedes Objekt im Weltraum kennt und verhindert, dass Kollisionen stattfinden. Und idealerweise gibt es in einigen Jahrzehnten keinen Schrott mehr, sondern nur funktionierende Satelliten und Raumstationen. Ich weiß, dass das utopisch klingt, aber man muss groß träumen, um zumindest Teile davon realisieren zu können. Was hältst du von diesem Thema? Habe ich etwas ausgelassen? Siehst du der Zukunft der Raumfahrt eher optimistisch oder pessimistisch entgegen? Oder etwas dazwischen? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Und jetzt wird es Zeit für das heutige Gewinnspiel. Gemeinsam mit der Freizeitpark Check App verlose ich heute 2 Freikarten für den Holiday Park in der Nähe von Mannheim. Alles, was du dafür machen musst, ist mir in die Kommentare zu schreiben, warum du diese Tickets verdient hast. Die Gewinner werden am 20. Mai gezogen und kontaktiert. Die Freizeitpark Check App veranstaltet gerade noch ein weiteres Gewinnspiel zum Muttertag, an welchem du nur noch bis zum 9. Mai teilnehmen kannst. Achtung, das ist ein anderes Gewinnspiel. Die Infos dazu findest du auch in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Per Aspera ad Astra.